Begrüße alle zu diesem neuen Video, wo ich ein neues Gerät vorstelle. Ein Gerät, was im Wesentlichen eine Weiterentwicklung aus einem Gerät vom letzten Jahr ist, nennt sich Vision Blue Doppelrotor-Magnetmotor-Generator. Im letzten Jahr hatten wir dieses Teil, wo, wie der Name es sagt, Doppelrotor, in einem Stück gedruckt und auch aufgesetzt. Das war im Wesentlichen sozusagen das, was das Gerät bestimmte. Ich setze mal alles rein hier bei dem Gerät vom letzten Jahr. So sah es aus. Es hat auch noch zusätzlich Elemente, die wir dieses Jahr weggelassen haben, wie zum Beispiel hier diese Magneten oben in der Konstruktionsplatte oben. Ja, und mit diesen Magneten, die waren also hier so angeordnet, diagonal. Und das ist dieses Jahr anders. Also wir haben das bewusst so weiterentwickelt, dass also die Magneten jetzt untereinander angeordnet sind und wie man sieht, auch mit Schrauben versehen wurden. Werden mit Schrauben fixiert und nicht mehr nur einfach eingelassen und mit jeweils Abdeckringen fixiert, sodass also die Konstruktion etwas einfacher ist und auch weniger Teile gedruckt werden müssen. Ich will das jetzt mal nacheinander vorstellen. Ich fange mal an mit der Trägerkonstruktion. Dazu nehme ich die Häkchen weg hier. Und wir sehen, die Trägerkonstruktion ist gar nicht so aufwendig. Vor allen Dingen ist sie einfacher als letztes Jahr. Wir haben hier eine Trägerplatte oben und eine Trägerplatte unten, die über drei Gewindestangen miteinander verbunden werden und jeweils gedruckten Plastikschrauben oder Muttern, die das dann fixieren. Die blauen Elemente sind Abstandshalter, sodass die Abstände genau eingehalten werden können. Und unten ist dann noch so ein, naja, ein Grundträger, der nach unten hin eine breitere Auflagefläche bietet, wo man dann auch noch Filz aufkleben kann, damit also die Vibration etwas gedämpft wird. Das Ganze steht sicher über diese Muttern, die also unten genau in die vorgegebenen Vertiefungen reingestellt werden. Ja. In der Grundkonstruktion haben wir zwei Kugellager, die hier in die jeweiligen Einlassungen, die mitgedruckt werden, versenkt werden. Und damit wird gewährleistet, dass die Welle ja, flexibel sich drehen kann. Es ist wichtig, dass diese Art von ja, Rotation oder Bewegung gewährleistet wird. Warum? Das zeige ich jetzt gleich im Weiteren. Ja, jetzt nehme ich als nächsten Schritt den Stator mit hinzu. Und zwar haben wir ja hier in der Konstruktion eine Lücke und die hat ja sozusagen eine Bewandtnis. Wenn wir jetzt den Stator nehmen, dann haben wir zunächst einen Statorring unten und der passt genau in diese Lücke rein. Genau damit wird er fixiert auf der vorgegebenen Höhe. Das ist wichtig, dass die Höhen genau eingehalten werden. Und als nächstes wird ein Statorring, ein weiterer, oben platziert. Und damit der auch genau festsitzt, gibt es dazu Schrauben, mit denen die beiden Teile verbunden werden und somit fixiert. Also hier die Schraube verankert. Und zwar ist da oben in den oberen Stator bereits mit dem Druck eine Bohrung aufgenommen worden, sodass also die Schraube nicht zu lang sein muss, aber trotzdem die Verschraubung erfolgen kann. Ja, der Stator hat natürlich die Funktion, dass er
wie es bei Motoren oder Generatoren halt so in der Konstruktion üblich ist, entsprechende Spulen aufnimmt. Die zeige ich jetzt mal hier. Ja, dazu kommen noch die Schrauben, die gewährleisten, dass die Spulen auch festsitzen auf den Statorringen. So, die Ebene hat noch einen Aufsatz, und zwar einen Statoringaufsatz. Der hat eine Funktion. Der wird ebenfalls mit Schrauben auf dem oberen Statoring fixiert. Und auf diesen Aufsatz werden Magneten aufgeschraubt. Das sind 10 mal 5 mm Magneten, also im Durchmesser 10 mm und in der Höhe 5 mm. Und die haben natürlich eine Bewandtnis. Das werde ich gleich erläutern. Ich lasse jetzt mal den Stator erstmal in der Gesamtansicht so stehen und komme zu einem nächsten Teil, was hier in der Konstruktion eine Funktion hat. Ja, das ist der Innenrotor. Den habe ich jetzt mal in Gänze dazu genommen. Dafür nehme ich mal den Stator raus. So sieht das aus, die Einheit des Innenrotors mit allen Elementen. Die werde ich jetzt einzeln erläutern. Und zwar nehmen wir mal alles raus und nur den Rotor selbst rein. Von mir aus die Magneten noch. Die sind multipol angeordnet, wie beim Außenrotor, was ich vorhin erläutert hatte, untereinander. Ja, der Innenrotor wird fest mit der Welle fixiert, und zwar mit sogenannten Füllringen. Da gehe ich mal näher ran, um das mal zu zeigen. Und zwar so ein Füllring wird als offener Ring gedruckt mit einem kleinen Schlitz. Der gewährleistet, dass man diesen Füllring auch insgesamt einsetzen kann, aber der auch gewährleistet, dass durch die, ja, wie soll ich sagen, durch das Einbringen zwischen Welle und dem Innenrotor eine Fixierung erfolgen kann. Und zwar genau auf der richtigen Höhe. Das muss man dann mit etwas, ja, mit etwas Feingefühl einstellen, aber es funktioniert. Das haben wir vor 2 Jahren schon bei einer anderen Konstruktion erfolgreich durchgeführt, sodass wir jetzt hier nicht mehr irgendwelche Narben brauchen, wo dann irgendwelche Schrauben versenkt werden, die dann mehr oder weniger gut oder schlecht den Rotor auf der Welle halten würden. Ja, das ist also hier in der Konstruktion neu, macht die ganze Sache etwas einfacher und führt dazu, dass der Innenrotor fest mit der Welle verbunden ist und fixiert wird. Ja, so sieht der Innenrotor in der Konstruktion aus. Und wir haben jetzt noch etwas Neues dazu genommen, beziehungsweise von der Konstruktion vom letzten Jahr übernommen. Und zwar, damit diese Welle mit dem Rotor, der gewissermaßen ein Gewicht hat, nicht nach unten rutscht, wird dafür gesorgt, dass er auf dieser Höhe bleibt. Und zwar mit sogenannten Levitationsmagneten, die unten auf den Innenrotor aufgeschraubt werden. Ja, um das besser zu sehen, mache ich mal die Trägerplatte weg. So. Und damit hier bei der Trägerplatte unten auch die entsprechenden Gegenmagneten verankert werden können, gibt es sogenannte Platten für die Levitationsmagneten. Und zwar zunächst eine Aufsitzplatte für die größeren Magneten, und zwar 20 mal 5 mm.
die dann hier eingesetzt werden, und zwar alle mit derselben Polarisierung nach oben, die der Polarisierung der Magneten nach unten entspricht, dass die Levitation sichergestellt wird. Die entsprechende Fixierung der Magneten wird dadurch erreicht, dass wir eine Abdeckplatte draufsetzen. Das war jetzt die falsche, die ich an Abdeckplatte draufgesetzt, dass die nicht ausbrechen können. Und dann gibt es noch, um das fein zu justieren, gibt es da noch die nächste Aufsitzplatte für 15 mm Magneten, und dann die richtige Abdeckplatte drauf, und die werden dann noch mit Schrauben fest verankert, sodass insgesamt gesehen hier die Levitation des Innenrotors gewährleistet werden kann und unsere Kugellager als Radialkugellager auch funktionieren können, denn ansonsten müssten wir Axialkugellager einsetzen, was die Konstruktion etwas komplizierter machen würde. Außerdem haben wir aus den Erfahrungen der letzten Jahre und der konstruierten Geräte gelernt, dass durch diese Levitationslagerung in der Vertikale eine leichtere, also eine reibungslosere Rotation gewährleistet wird. So, nun kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar ist das der Außenrotor. Dazu nehme ich mal den Innenrotor wieder weg und komme zu dem Außenrotor. Fangen wir an mit dem größten Teil des ganzen Gerätes. Dazu nehme ich mal die Trägerkonstruktion insgesamt raus. Und wir betrachten uns mal jetzt diesen Außenrotor. Wie wir sehen, ist der Innenrotor nicht mehr fest verbunden, oder der Innenbereich mit den Innenmagneten nicht mehr fest verbunden. Und wir haben hier in der Konstruktion jetzt dieses separat konstruiert. In diesen Rotor werden zwei Kugellager eingesetzt. Dafür haben wir die entsprechenden Aussparungen bereits mitgedruckt, freigelassen beim Druck. Und das gewährleistet, dass dieser Außenrotor auf der Welle flexibel drehbar ist, und dadurch, dass die beiden Kugellager hier etwas Abstand haben, wird gewährleistet, dass auch hier kein Wackeln oder Durchbrechen, wie auch immer, verursacht wird beim Rotieren. Sitzt also relativ fest auf der Konstruktion über die Kugellager und bleibt flexibel drehbar. Sehr wichtig. So, dann haben wir noch die Magneten. Die werden mit kurzen Schrauben angeschraubt. Das sollte reichen, auch wenn es nur ein kurzer Abstand ist. Ja, also im Gegensatz zum letzten Jahr, da hatten wir hier noch so eine Abschlussplatte dran aufgeschraubt und fixiert unten. Aber je mehr man Teile druckt, die dann miteinander verbunden werden müssen, ist ja immer die Gefahr gegeben, dass irgendwo eine Unwucht bei rauskommt. Besser ist es also, hier weniger Teile, die am Rotor sind, zu drucken und die Schrauben dann die Magneten mit einfachen Schrauben zu fixieren. Ja, vorhin hatten wir ja gesehen, dass wir auf dem Stator Magneten oben aufgebracht haben. Die haben ja folgenden Sinn.
Deswegen gibt es auch Levitationsmagneten, die hier aufgeschraubt werden. Und jetzt nehmen wir nochmal den Gegenpart, nämlich den Stator selbst. So, nochmal gucken können. Ja, also das ist jetzt der Sinn der ganzen Sache, dass der Außenrotor in der Levitation gehalten wird. Da muss ich sagen, das ist jetzt erstmal eine Einschätzung in der Konstruktion, dass also diese Art der Anordnung der Magneten oben und unten erfolgt. Man kann aber, um das genau einzujustieren, kann man natürlich die Anordnung der Magneten verändern. Deswegen ja auch die vielen Aussparungen, Löcher im Druck. Und damit wird gewährleistet, dass schlussendlich der genaue Abstand, der hier einzuhalten ist, der auch gewährleistet werden kann. So, dann haben wir jetzt also den Außenrotor im Einzelnen erläutert und nehmen wir die anderen Teile dazu. Das war jetzt insgesamt die Konstruktion uns betrachten. Und jetzt haben wir noch einen Teil, was im Vergleich zum letzten Jahr dazu kommt, und das ist die sogenannte Repulsine. Die wird oben aufgesetzt und auch mit diesen Füllringen fixiert auf der Welle. Und die ist nach Schauberger konstruiert und besteht aus zwei Teilen, zwei wesentlichen Teilen. Und zwar dem Wellenkörper oben und dem Wellenkörper unten. Die sind hier farblich sozusagen im Kontrast zu erkennen. Zunächst mal den Wellenkörper oben betrachtet. Wir sehen hier also so eine Schlitze, die hier eingebracht wurden. Das ist wie gesagt Original Schauberger Konstruktion, wie es im Original von Schauberger auch gebaut wurde. Und die haben die Bewandtnis, dass durch die hohe Rotationsbewegung über diese Schlitze Luft in das Konstrukt eingesaugt wird. Und diese Luft wird dann über diese über diese Dreiecksform im oberen Wellenkörper verdichtet, und zwar im Zusammenhang mit dem unteren Wellenkörper. Wenn wir uns das mal anschauen. Und schlussendlich nach außen gedrückt, was also physikalisch zu einer Beschleunigung führen soll. Jetzt müssen wir uns mal diese Konstruktion im Schnitt anschauen. Und dann wissen wir, worum es geht. Ja, also jetzt der Schnitt. Wie gesagt, hier Luft reingedrückt. Dann hier verdichtet, verwirbelt. Und draußen, also am äußeren Ring wieder nach unten. Ausgebracht die Luft, die vorher hier eingesaugt und verdichtet wurde. Was versprechen wir uns von dieser Konstruktion? Dass wir zusätzlich zu dem magnetischen Vortrieb hier noch einen Vortrieb haben, der aus dieser Repulsine, aus dieser Verdichtung von eingesaugter Luft resultiert und damit noch einen Effekt erzielen können. So, jetzt haben wir das mal im gesamten Querschnitt. War jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, das ist trotzdem mal interessant zu sehen. Ja. Und das können wir noch mal etwas verändern.
Muss man noch die Welle mit dazu haben. So sieht das also aus. Im Schnitt. Das sieht schon sehr interessant aus, um das Prinzip des Geräts noch mal besser zu verstehen. Ich drehe das noch mal ein bisschen, dass wir genau den Schnitt haben an der Stelle, wo Spulen hier in der Mitte sitzen. Und wir schauen uns das mal genau an. Ja, wie gesagt, der Innenrotor, der mit Levitationsmagneten in der Schwebe gehalten werden soll. Gleichzeitig der Außenrotor, der ebenfalls mit Levitationsmagneten in der Schwebe gehalten werden soll. Der Außenrotor mit zwei Kugellagern nicht auf der Welle fixiert, sondern flexibel. Der Innenrotor über sogenannte Füllringe auf der Welle fixiert. Und oben, sehr interessant, die Konstruktion über die zwei Wellenkörper der Repulsine, die für die Luftverwirbelung sorgt und nach unserem Dafürhalten auch für einen Vortrieb des gesamten Systems durch diesen Effekt der Verdichtung von eingesaugter Luft nach außen. Ja, gut, dann habe ich das soweit erläutert und ich komme nochmal zurück zum Gerät vom letzten Jahr, das auch funktioniert hat, aber es hat keine effektiven Drehzahlen erreicht, beziehungsweise das lag wohl dann an der Konstruktion und an der Verschaltung. Ich gehe nochmal drauf. Ja, das war letztes Jahr. Und wie man gesehen hat, war das Gerät nicht ganz wuchtig. Es war also nicht ausgewuchtet, sondern war etwas unwuchtig. Deswegen muss man auch genau achten, beim Druck darauf achten, dass dass der Druck so langsam wie möglich erfolgt bei den Teilen, die tatsächlich die Rotation mitmachen. Beim Stator und bei den Trägerplatten brauchen wir das nicht, aber bei den Rotationsteilen, also Innenrotor, Außenrotor, auf jeden Fall langsam und genau drucken, dass also nach Möglichkeit eine Auswuchtung sichergestellt wird, die nicht zu einer Unwucht führt. Und damit eine bessere Lauffähigkeit gewährleistet. Ja, soweit zu meinem Vorstellungsvideo der Weiterentwicklung des Vision Blue Doppelrotor Magnet Motor Generator Variante 2.6 mit einer Repulsine. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.